Und wir sind wieder in Ravensburg. Ja, aber diesmal nicht touristisch unterwegs. Nein, auch nicht zur Stadtbesichtigung, leider, obwohl Ravensburg ein schönes Städtchen ist. Ja. Wir stehen vor der Firma Boratec, da haben wir auch davor übernachtet. Und die Firma Boratec, die ist dafür zuständig, dass sie Drohnen ausbildet, Lehrgänge möchte, ja, Drohnenlehrgänge Lehrgänge macht für Drohnen, und die ja. Prüfung abnimmt. Und ja, ich habe immer gesagt, also immer die letzten Jahre, wenn ich irgendwo eine Prüfung gemacht habe, habe immer gesagt, das ist mein letztes, ich mache jetzt keine mehr, jetzt mit meinen fast 80 darf ich da auch nochmal hergehen, auf die Schulbank gehen, ja. Merkt er was? Helle übertreibt wieder. Fast 80. Haha. Es dauert. In 15 Jahren bin ich 80. Eben, das dauert noch ein paar Jährchen. Und da dürfen wir jetzt auf die Schulbank setzen, denn ich möchte dieses A2-Zeugnis da ablegen, damit ich dann etwas besser mit der Drohne noch umgehen kann, also die Lizenz zum Drohnenfliegen. Und da gehen wir jetzt mal rein und dann schauen wir mal, da fängt dann der Lehrgang an. Praktischer Teil und ein theoretischer Teil. Und ihr dürft dabei sein und ein wenig zuschauen. Und übernachtet haben wir ja heute schon auf diesem Gelände. Ja. Ja, da steht er, unser Gustele. Also gehen wir rein. So, jetzt sind wir hier im Schulungsraum von der Firma Bormatec und da steht die Sonja Bormann und der Franz Bormann, das sind die Inhaber von der Firma. Ihr führt die Schulung durch, aber vielleicht stellt ihr mal ganz kurz die Firma selber vor. Ja, hallo. Hallo Helmut. Ja, wir sind die Firma Bormatec, Sonja und Franz. Wir haben unsere Firma seit 20 Jahren jetzt. Wir machen hauptsächlich Drohnenherstellung und vertreiben auch Drohnen. Und seit circa 4 Jahren bieten wir auch Drohnenschulungen an. Seit diesem Jahr diesen EU-Drohnenführerschein. Und da gibt es ja verschiedene Kategorien: den kleinen und den großen Drohnenführerschein, diesen A2. Das ist den wir auch hier bei uns heute machen werden. Es ist ja so, wir haben ja, das habe ich ja auch gepostet schon mal, wir haben den A1, den A2 und den A3. Den A1 und A3 kann man im Moment kostenlos machen beim Luftfahrtbundesamt. Den braucht auch im Prinzip jeder, der eine Drohne hat, eine Fotodrohne. Genau, Ist das ja. richtig? Ja. Und den A2, da darf man dann noch etwas mehr. Und wir wollen ja immer schöne Drohnenbilder machen. Deswegen ist es einfach notwendig. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was für Vorteile ich habe, wenn ich jetzt diesen A2-Drohnenführerschein mache? Also es ist ja so, seit diesem Jahr ist verpflichtend für alle Drohnenpiloten, die eine Drohne schwerer wie 250 Gramm haben, diesen kleinen EU-Drohnenführerschein zu machen, diesen A1, A3. Es ist also verpflichtend für jeden. Damit kann ich dann mit meiner Drohne draußen auf der Wiese rumfliegen und Sachen machen. Sobald ich aber näher fliege an Gebäuden und Menschen und meine Drohne über 500 Gramm schwer ist, im Prinzip sind das fast alle Drohnen, die jetzt auf dem Markt sind, dann brauche ich eben diesen A2, diesen sogenannten großen EU-Drohnenführerschein. Also immer dann, wenn ich näher an Gebäude und Menschen fliegen möchte, brauche ich diesen Führerschein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Führerschein zu machen. Wir haben uns speziell für die Firma Bormatec entschieden. Das hat mehrere Gründe, das könnt ihr dann auch sehen. Denn es ist zwar natürlich eine persönliche Schulung etwas aufwendiger als eine reine Online-Schulung, aber sie hat natürlich auch Vorteile, weil man eben da auch eine Ausbildung bekommt. Und die sehe ich ja schon, dass es das Ganze wert ist. Denn mit so einer Drohne sollte man auch so umgehen, zu wissen, wie man umgehen sollte, ja, denn sonst wird man wieder geschimpft, ja. So, jetzt sind wir ja in der Zeit von Covid-19, 2021 und alles ist zu, meine Haus und Land, die Füße hat bei mir immer noch nicht gereicht. Wie ist es jetzt geregelt, wenn wir jetzt hier zusammenstehen? Wir halten jetzt hier unseren Abstand, aber jetzt in der Schulung sitzen wir zusammen, wir gehen dann zusammen aufs Feld Drohnenflieg, das heißt, der Abstand wird immer geringer. Ist das alles in Ordnung? Also wir gucken natürlich penibelst drauf, dass diese Mindestabstände eingehalten werden, während der Schulung und auch draußen. Während wir Schulen und alle an ihrem Sitzplatz oder an ihrem Platz sitzen, können wir die Masken ablegen. Sobald wir aber hier zusammenkommen und so weiter, ist natürlich Maskenpflicht wirklich ein Muss.
Und draußen genau das Gleiche, wenn wir näher zusammen sind, muss man die Maske aufsetzen. Wenn wir aber weiter auseinander sind, und das können wir ja zum Glück draußen relativ gut machen, können wir dann auf diese Maske dann verzichten. Also für alle, die sich Sorgen machen um uns, wir achten auf alles. Drinnen stecken tut niemand. Ja, wir hoffen, dass wir gesund bleiben, aber das Leben steht nicht still. So und es ist alles organisiert, dass möglichst alles reibungslos verläuft. Ganz genau. So, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? So ist es. Weil ich brauche jetzt den Schein, ja. Legen wir los, genau. Jetzt los. Zusammen. Von meiner Seite guten Morgen. Gleich mal zu Corona, weil ich sehe, das ist jetzt ja noch ein bisschen gewischt. Ja, ist so, wir müssen unsere Abstände natürlich einhalten, ganz wichtig. Hier vorne mit als Dozent ist natürlich schwierig, immer mit Maske. Wer aber das Bedürfnis hat, dass er die Maske möchte oder sowas, der darf es natürlich gerne die ganze Zeit aufsetzen. Und wenn wir halt uns dann in den Punkt. Genau. Sonst vom Tagesablauf ein bisschen was. Wir fangen jetzt dann, klar, ganz normal jetzt dann an. Ihr habt ja alle eure, soweit eure Personalien, alles ist ja schon bei. Rundumblick. Helmut, Rundumblick. So wie erwartet. Thank you.
gerade in Richtung des Fahrrads. Jetzt gut schauen, dass vielleicht nicht direkt in die Sonne genauso bleibt. Ja. Am Flugplatz. Bodensee. Wenn du den See siehst, dann hörst du auf. Bis ich runterschieße. Weiter, 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 weiter. Okay, so, und jetzt drehe ich mit dem linken Knüppel besser mal rum. So. Guck mal. Wenn das passt, wenn rechts rechts ist, dann holst du das wieder her, ziehst du einfach her, also quasi mit dem Heckkart zu dir, die fliegst jetzt rückwärts und hin. Die fliegst jetzt einfach. Sehr genau gelandet. Okay. Misch das halt jetzt. Ist das GPS aktiviert? Ich mache es einmal vor, wie es funktioniert. Wir starten mal die Drohne, machen ganz normal den Check. Gestartet wird über diese V-Position. Und wenn wir wieder den Schalter nach vorne legen, nach oben. Und dann wieder herholen, wieder halten. Und so solltet ihr ungefähr die Drohne 10 Sekunden wirklich in Position halten können. Und wenn das passiert ist, dann wieder GPS ausschalten, also versuchen in Position zu halten ohne GPS. Und wenn das gepasst hat, dann fliegen wir einmal einen kleinen Kreis und hinterher einen großen Kreis ohne GPS. Und immer dann, wenn wir merken, das funktioniert gar nicht oder sowas, sofort wieder den Schalter nach oben legen, damit sie wieder plötzlich ruhig ist. Und dann holen wir sie wieder zurück in die Ursprungsposition und fliegen dann wieder von vorne. Okay? Eigentlich ganz einfach, ich mache es einmal vor. Das ist FPV Manual Mode. Das ist noch was anderes. Aber noch easy. Du fliegst ja hier gerade ein bisschen. Ja. Das kannst du fliegen, du. Das Tempo kann Spaß machen. Und jetzt fliegst du mit 140 Stundenkilometer da durch irgendwelche Täler. Das ist FPV, gell? Ja. Okay. Fluggerät, quasi der Begriff UAS. Das beschreibt quasi das Fluggerät. Es ist eigentlich mehr bei den Tragflügeln, also bei den Starrflügeln, so muss man es richtig sagen. Da kommt es eigentlich mehr zum Tragen, weil so ein Starrflügler hat zu dem nur rausgehen, das Ding einschalten und losfliegen, wenn man es eben gewissenhaft macht. Und wenn man einfach ein bisschen mehr auf Sicherheit geht und so weiter, dann können einfach ein paar Dinge mehr dazu, dass man das im Prinzip alles richtig vorbereitet, dass man sich richtig schlau macht, wie sind die Wetterverhältnisse, wie ist die Umgebung, darf ich da fliegen oder darf ich?
So, also der Lehrgang ist vorbei. Alle Teilnehmer haben bestanden. Es waren 6 Teilnehmer, alle haben bestanden. Und ja, ich muss sagen, also das hat sich schon gelohnt, hier die Schulung mitzumachen, auch wenn es dann etwas aufwendiger ist, aber es ist auch unterhaltsam. Man lernt auch viel in der Praxis. Wie ist euer Eindruck von dem Lehrgang? Oder überhaupt, ihr seid ja auch dafür, dass man eher die Schulung macht? Selbstverständlich. So Drohnenflieger, da gehört einfach mehr dazu, wie nur das Ding zu steuern. Man muss einfach gewisse Dinge einfach beherrschen. Man muss Sicherheitskomponenten bedenken. Man muss einfach wissen, wo darf ich fliegen, wo darf ich nicht fliegen und so weiter. Deswegen war auch diese Prüfung nicht ganz einfach. Der Anspruch ist sehr hoch. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Die meisten oder alle haben eigentlich im Prinzip bestanden. Und es zeigt ja auch, dass man das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit annimmt. Ich muss noch eins dazu sagen. Also wir haben ja auch geübt mit einer Drohne, die Mavic, die wir normal verwenden, ist ja GPS gesteuert. Wir haben dann die GPS-Steuerung bei einer Drohne hier von Bomatec ausgeschaltet. Und das war schon eine ganz besondere Erfahrung, wenn die Drohne dann im Wind steht. Jetzt muss ich noch eine Schlussfrage habe ich noch. Es sind alles sympathische Teilnehmer gewesen, ohne Zweifel. Aber war einer dabei, der besonders sympathisch war? Natürlich war einer dabei, der war besonders sympathisch. Helle, du warst derjenige. Gratuliere nochmal ganz herzlich, hast du toll gemacht, wirklich. Also war ein toller, anspruchsvoller Tag, wirklich gute Leistung und herzlichen Dank fürs Kommen, Ursula und Helle. Yeah. Vielen Dank auch, ja. Also, wir haben erfolgreich bestanden. In Zukunft gibt es zertifizierte Momo-Drohnenaufnahmen. Vor allen Dingen eine legale. Ja, nicht mehr Wilddrohnen rumfliegen lassen. Ja. Ja. Also auf dem Kanal von Iris und Ovis Momo-Welt bei Ossi und Helle. Alles legal, zertifiziert, kompetent. Zumindest wüssten wir jetzt, wie man das richtig macht. Also es war eine sehr tolle Schulung hier und es waren sehr angenehme Leute. Man hat sehr viel auch zusätzlich zu deiner Prüfungsfrage erfahren. Ich habe zum Beispiel noch eine zusätzliche Zulassung, dass man noch interessante Flüge machen kann und was beim Präsidium in Stuttgart noch zu beantragen. Also ist sehr interessant, sich mit dem Thema näher zu befassen. Insoweit ist es interessant, wenn ihr auf unseren Kanälen bleibt und dann gibt es schöne Drohnenaufnahmen, was natürlich Künstlerpech ist, Uwe. Jetzt haben wir beide einen Pilotenschein und die Lufthansa stellt keine Piloten mehr ein. Ja, genau. Ich frage mal in Friedrichshafen. Ja. Okay. So, jetzt wollten wir noch ein paar Sachen klarstellen. Ja. Ich möchte jetzt erst einmal sagen, also dass dieser A2-Lehrgang, es gibt eine neue Drohnenverordnung. Und der Grund, warum ich diesen A2-Lehrgang gemacht habe, ist, dass man mit dem A1, A3, das ist also die Grundverordnung, die neue EU-Regelung, und mit dieser darf man nur ganz begrenzt mit der Drohne was unternehmen. Das heißt also, ich glaube, 150 Meter Abstand zu Personen und zu Gebäuden, und das ist natürlich nichts. Also der A2, der lässt dann einiges mehr zu und man kann dann die Lizenz, wie der Uwe auch schon gesagt hat, erweitern sogar noch, wenn man das möchte. Und deswegen ist das Ganze schon notwendig. Also wir haben bezahlt für diesen A2-Lehrgang 360 Euro plus Mehrwertsteuer. Man kann das auch online machen, aber das würde ich nicht empfehlen. Ich muss mal sagen, also dass die Drohne, die ich jetzt da in Händen halte und die ich jetzt schon über ein Jahr habe, dass die noch heile ist, das ist ein Glücksfall. Und ich habe euch ja schon öfters gesagt, dass ich immer Herzklopfer habe und Nerven flattern. Ich werde nicht der Erste, der eine Drohne zerlegt. Also erstens einmal funktionieren die Sensoren sehr gut. Also die war mir schon ein paar Mal in Bäumen gestanden und da hat sie dann von selber gestoppt. Wenn die Ursi nicht rechtzeitig geschrien hätte, wäre sie im Bodensee gelegen. Und jetzt habe ich doch, also spätestens jetzt, wo nichts passiert ist, wäre sicherlich in den nächsten Wochen mal was passiert, weil ich nämlich eine Fehleinschätzung gehabt habe, die kommt ja automatisch zurück. Und wie die zurückkommt automatisch, ich habe das nämlich noch nie verwendet, aber ich habe da mal was rum eingestellt. Und ich war der Meinung, ich habe das eingestellt mit einer gewissen Funktion. Jetzt bei dem Lehrgang habe ich gelernt, dass das nicht der Fall ist, ja, dass diese Einstellung so nicht funktioniert.
und dass ich die Drohne damit zum Absturz gebracht hätte. Also Franz, vielen Dank für den Hinweis. Die Drohne kostet 800 Euro, die 360 Euro für den Lehrgang plus Mehrwertsteuer, die sind damit locker verdient. Ja, also es war kein Draufzahlgeschäft. Ich kann nur eins sagen, selbst wenn man den Lehrgang online etwas günstiger kriegt, deswegen ist es auch Mühe, es ist kein Schulungstag dabei. Und vor allen Dingen, man bekommt furchtbar viele Informationen, die man vor Ort sich einholt. Die praktische Prüfung, die man beim Online-Kurs auch nicht hat, das alles hat sich absolut gelohnt. Mhm. Und der Ossi hat es auch gefallen. Ja klar, das war ja eine nette Truppe und der Tag war kurzweilig. Ich musste ja keine Prüfung machen, also stand ich auch gar nicht unter Druck und für mich war das natürlich voll okay. Ja, also dann möchte ich auch noch eins sagen, wer sagt, das brauche ich nicht, ich bin jetzt die ganze Zeit geflogen, also dieses EU-Recht ist gültig und es wird angewendet ab April. Und seid euch gewiss, selbst wenn ihr eine Haftpflichtversicherung habt und ihr macht einen groben Fehler, grobe Fahrlässigkeit ist in der Haftpflicht mitversichert, aber wenn ihr ohne Drohnenlizenz fliegt und es passiert ein Unfall, dann kann das euch als Vorsatz oder bedingter Vorsatz ausgelegt werden und dann kann das dazu führen, dass die Haftpflichtversicherung die Leistung verweigert. Also insoweit überlegt euch, was ihr macht, welche Prüfung ihr macht, also die A1, A3 würde ich auf jeden Fall euch vorschlagen, ohne der geht gar nichts mehr. Und die A2, das müsst ihr selber wissen, inwieweit ihr die Drohne verwendet. Wir können es nur empfehlen. Bei der Firma Bormatec geht es problemlos. Und man kann auch, selbst wenn man in Norddeutschland wohnt, das mit einem Urlaub am Bodensee verbinden. Ravensburg ist ein schönes Städtchen, haben ja auch schon was online gestellt. Ja, ja, ja. Und die Firma Bormatec hat, wie ihr ja gesehen habt, einen Stellplatz vor dem Gebäude ja, zur Verfügung. Kein Stellplatz, sondern halt einen Parkplatz. Wo ihr übernachten könnt, wo ihr Strom bekommt, wo ihr gewisse Versorgung habt. Ja? Ja, es ist sehr ruhig dort. Wir möchten uns beide nochmal bei Sonja und Franz Bormann bedanken. Denn das war ganz toll, wie die da mit uns umgegangen sind und was ich gelernt habe. Also das war wirklich, also das hat sich absolut gelohnt und wir können das uneingeschränkt immer weiter empfehlen. So, dann möchte ich noch was sagen. Wir haben ja bei Ursi und Helle Womo-Gruppe auf Facebook und Ursi Helle auf Instagram. Da sagt die Ursi was dazu. Ja, ja, ihr wisst ja, wir haben ja auch eine Instagram-Gruppe und eben auf der im Facebook diese Womo-Gruppe Ursi und Helle. Wir blenden die genaue Adresse da noch ein. Da haben ja die auch Fotos gepostet, voller Stolz natürlich, dass die Prüfung bestanden wurde. Und jetzt kamen natürlich viele Kommentare, dass sie sich auf noch schönere Drohnenaufnahmen freuen. Erstmal vielen Dank für die vielen Gratulanten, das müssen wir mal ganz klar sagen. Ja, genau. Also hat uns sehr gefreut natürlich. Ja, genau. Aber eben, und das wollte man euch jetzt sagen, diese Lizenz macht nicht automatisch schöne Drohnenaufnahmen. Ja, da möchte ich noch was dazu sagen. Also eine Drohne zu bedienen besteht neben dem Kauf der Drohne natürlich aus drei Komponenten. Das erste ist die rechtliche Komponente. Die habe ich jetzt abgesichert mit den A2. Das zweite ist die technische Komponente. Das muss alles passen. Das überprüft man einfach vor dem Flug. Und das dritte, das ist die Fotokomponente. Und nur wer gut Drohnen fliegt, der macht doch keine guten Videos, das seht ihr auch an mir, dass das immer, also ich bin immer noch nicht zufrieden mit meinen Videos. Es geht noch besser. Eine Drohne einfach in die Luft zu schicken und um 360 Grad drehen lassen und das aufnehmen, das kann ja jeder, das ist ganz klar. Aber schöne, flüssige Drohnenbilder zu machen, also da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und das ist nicht Gegenstand dieser Prüfung. Prüfung. Gegenstand dieser Prüfung ist rein die Technik und das Recht. Ja. Und ich bin dran, also der Uwe ist ja auch ein guter Lehrmeister, der hat mir schon, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal, Uwe, hat mir ja auch schon sehr viele Tipps gegeben, wie ich das Ganze etwas flüssiger mache. Aber das ist natürlich auch eine Sache des Selbstbewusstseins, weil ja so eine Drohne in der Luft zu haben, jeder verantwortungsvolle Mensch, und als sowas bezeichne ich mich, der hat Respekt vor der Sache. Und umso cooler man damit umgehen kann, umso mehr kann man sich auch konzentrieren auf die Videoaufnahmen. Und insoweit hoffe ich schon, dass das jetzt etwas besser noch wird. Ja, klar. Und das macht auch einfach auch die Übung. Je mehr du Drohnenaufnahme machst, desto flüssiger wird es ja vermutlich auch. Ja. Also
es kommen nicht gleich im nächsten Video diese perfekten Aufnahmen. Nein, es kommen nur rechtlich abgesicherte Aufnahmen. So ist es. Und die Ursi schimpft vielleicht weniger, weil wenn die Ursi schimpft, dann kann ich sagen, du, ich habe die A2-Drohnenlizenz und ich weiß, was ich darf und was ich nicht darf. Naja, ich war ja ziemlich oft dabei, gerade als wir draußen geübt haben. Und da habe ich natürlich auch einiges gehört. Und da kann ich ihn dann auch immer mal wieder dran erinnern. Ja, ich muss ja nur dazu sagen, ja, dass das alles sehr, sehr unterhaltsam gewesen ist und auch im lockeren Stil alles gemacht worden. Aber die Prüfung, da muss man schon was tun vorher. Also da langt nicht, dass man da in die Schulung reinsitzt und dann schreibt man die Prüfung, sondern da habe ich schon vorher ein bisschen gebaukt und das war dann trotzdem nicht ganz ohne. Also mein Bodensee-Schifferpatent, habe ich das Gefühl, das war einfacher als die Drohnenlizenz. So. Okay. Jetzt haben wir das alles gesagt, oder? Ja. Ja, also für alle, die von Anfang bis jetzt dabei geblieben sind, obwohl sie mit der Drohne nichts zu tun haben, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Was? Herzlichen Glückwunsch? Achso, ja, fürs Bein. Dass sie dabei waren und vielen Dank. Ja. Helle hat wieder einen Scherzkeks verschluckt. Das war halt jetzt ein bisschen ein drohnenlastiges Video, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ruhig wieder einen Daumen nach oben da lassen. Ich lasse dann eben die Drohne nochmal kreisen. Hier. Für jeden Daumen. Einfach so mal. Ach so, ja, eben hier, ja, jetzt. Aus Spaß an der Freude. Ja, und dann wünschen wir euch, bleibt gesund. Ja. Dass alles wieder gut geht. Morgen geht's zum Friseur. Endlich. Wenn nicht vorher Lockdown kommt. Naja, bis morgen werden wir es jetzt noch schaffen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Tschüss. Ciao, macht's gut.